Kann ich das einstellen? Wo fahren wir an als allererstes? Wie Sie möchten. Wo haben Sie einen Tipp, wo man immer so ein bisschen anfährt? Am Stadtpark ist halt immer sehr viel los, aber da wir den Benno dabei haben als Unterstützung, würde ich vielleicht sagen, wir wagen uns einfach mal diesen Schritt, oder? Können wir gerne machen, ja. So, da würde ich eigentlich direkt schon mal eine Fahrzeugkontrolle und ein Dings einleiten, wie die da gerade gefahren sind, aber wir fahren jetzt einfach mal weiter. Also es gibt Gangs, die haben es auch Polizisten abgesehen wegen den Waffen. Können Sie markieren dann? Ja, kann ich gerne machen, ja. Das ist doch gerade sehr, sehr laut. Verfolgen. So, das ist ja... Ja, genau. Das ist ja gar kein Problem. Ich weiß zwar nicht, was das liegt, aber... Hey, ganz ruhig! Steigen Sie mal aus, Officers! Officers, steigen Sie mal aus! Okay. Alles gut. Alles gut, entspannt euch. Hallo. So, der eine Officer geh weg, Leon. Leon, bleib stehen. Ey, bitte, Leon. Was ist denn hier los? Ach, das ist Officer Alec. Wer sind Sie? Komm mal beiseite. Komm mit mir. Hallo. Komm mit, hab ich gesagt. Kollege, komm mit, Vater. Doggy. Ey, komm mit, oder ich knall dich jetzt wirklich ab. Ich höre doch nichts, Jungs, bitte. Es ist doch alles durcheinander. Ich verstehe doch kein Wort. Ey, Bruder, bleib stehen, bitte, Bruder. Ey, Jungs, ich schnapp die, fessel die erstmal, Jungs, ja? Und dann, ich spiel mal auf. Ey, Jungs, bitte. Ich hab das Gefühl, ich fall gleich. Alles gut, Benno, die wird einer soll hier einsteigen. Fesselt die mal, Jungs! Es ist alles gut, Unterstützung ist eh auf dem Weg, Jungs. Nein, was redest du? Jungs, guck mal, ganz kurz, ihr müsst mal bitte, ganz kurz, ich verstehe ja nichts, ich höre nichts. Wenn alle durcheinander reden, dann verstehe ich nichts, dann funktioniert das nicht, alles klar? Das funktioniert so nicht, Männer, wirklich nicht. Das funktioniert leider so nicht. Ich verstehe euch nicht, wenn ihr alle durcheinander redet, ich verstehe euch nicht. Hier einsteigen, hier. Alles klar. Oder der andere, steig ein. Eine Sekunde, genau. Kann ich die Hände kurz unternehmen? Der andere, nein. Nein. So, ich sage nur, die Kennzeichen, sie wurden schon alle längst durchgegeben. Also wenn Sie mich freilassen, dann kann ich versuchen, das Ganze noch zu dribbeln und Ihre Strafe wird gemildert ein bisschen. Alles klar? Guck, unser Weg wird lang, ja? Brauchst du was zum Essen, Trinken? Okay, also willst du mich nicht freilassen? Nein. Bist du sicher? Nein. Also ja, ich bin mir sicher, ich will dich nicht freilassen. Aber Hände schön oben, ja? Dass ich sie sehen kann im Augenwinkel. Ich muss nicht hinschauen, ich will es im Augenwinkel sehen. Ja? Die Hände oben. Ja, Hände hoch, so wie du es gerade machst, passt. Es ist alles gut. Machst du das nicht mal mehr? Ich weiß gar nicht, ob ich in Panik bin. Wir werden zum Mount Chili, damit du Bescheid weißt. Frag nicht, warum. Keine Ahnung. Ich verstehe aber nicht, warum ihr mich zu Mount Chiliad entführt. Hände hoch. Ja, tamam, ist doch. Ich kann nicht Hände hoch. Ich bin doch im Auto. Wie soll ich denn die Hände hochheben? Okay, dann machen wir das. Weißt du, du kannst jederzeit Notdingens machen, ne? Ich hab keinen Notknopf. Ich bin erst seit 20 Minuten hier in dem PD. Ich weiß nicht, ob das ich wird jeder, das wird jetzt jeder sagen. Ich bin wirklich erst seit 20 Minuten hier. Ja, komm. Ich meine das ernst. Ich hab kein Panikbattle. Ob du mir glaubst oder nicht. Okay, gib mir dein Handy. Wir machen das so. Wie soll ich dir jetzt mein Handy geben? Wie? Hey, du gibst dein Handy aus deiner Tasche raus und gibst dir mir. Ist das schwierig? Wo soll ich denn dein Handy reingeben jetzt? Du sollst. Was wollt ihr denn, Mount Chiliad, mit uns? Wir haben euch nichts getan. Wir sind Officer. Wir tun einfach nur das, um euch zu schützen. Ja, wir sind hier, um die Bürger von euch zu schützen. Guck, ich hab dich was gefragt. Willst du das machen oder nicht? Soll ich jetzt das Handy in den Handschuhfach reinlegen? Mir geben. Okay. Ich gebe sie wieder zurück. Keine Sorge. Wirklich? Das ist nur für meine Sicherheit. Ja? Ja. Und den Panic Button auch. Ich habe keinen Panic Button. Was verstehst du nicht, Stefan? Soll ich mit diesem roten Knopf aus meinem Arsch ziehen? Ja, kurz. Keine Ahnung. Aber jetzt mal ehrlich, woher habt ihr eigentlich das Geld für diesen schönen Bentley? Sag mal. Ist schön, ne? Das ist mein einziger. Sieht schön aus, so ein schöner beiger Bentley, der sieht toll aus. Aber woher habt ihr das Geld? Ihr seid doch, ihr macht doch eh nur kriminelle Sachen. So ein Bentley, den kann man sich mal nicht eben leisten. Ich schon, ich bin halt der Buchhalter, weißt du? Von die ganze Familie. Ich kümmere mich um Finanzen hier, Finanzen da, weißt du? Ja, ich verstehe das. Und kennst du auch, die ganzen Buchhalter haben ja alle Geld. Ne?
Aber das ist nicht stolz. Denkst du, deine Mutter ist stolz darauf, dass du gerade einen Menschen bedrohst mit einer Waffe? Hab ich dich mit einer Waffe bedroht? Deine Freunde haben das getan, okay? Und naja, du gehörst zu denen und du unterstützt das. Also bist du kein Stück besser als die, verstehst du? Soll ich dir was sagen? Du bist kein Stück besser als die. Und deine Mutter wird sich schämen, die wird dich angucken, die wird sagen, du bist nicht mein Sohn. Willst du das? Willst du deine Mutter so trainieren? Hätten wir das ohne Waffe gemacht, würdest du das nicht machen. Das ist ekelhaft. Also, keiner mehr im Punkt? Wieder nicht. Oder habe ich Unrecht? Soll ich mit einer Messer hingehen oder was? Oder einfach ohne mit Fäusten? Soll ich mit Fäusten sagen, komm, steig ein und ja, du nein, das? Aber warum tust du das überhaupt? Natürlich ich habe dir nichts getan, wir kennen uns nichts. Wir kennen, natürlich kenne ich dich nicht. Ja. So, aber du hast eine Uniform an, das reicht. Weißt du? Es ist nichts Persönliches. So, ich weiß nicht. Du sagst mir, du bist seit 2 Minuten da. Nee, nicht 2 Minuten, ich bin seit 20 Minuten hier. Also, aber ich verstehe nicht, warum du mich jetzt hier zu Mount Gilead entführst. Ich habe dir nichts getan. Das verstehe ich auch nicht. Das ist nur im Funk gesagt. Dein anderer Kollege kommt ja auch mit. Ich glaube, ich weiß warum. Weil, wenn wir Spitze sind, ne, dann kann man sehen, wer hochkommt. Und wenn deine Kollegen kommen. Ich bin Highground. Genau. Jo, Junge. Deswegen. Das hast du jetzt. Jo, Junge. Ja, was willst du mir denn sonst sagen, ne, du Hund? Das hast du jetzt gesagt. Das ja, Entschuldigung, wollte ich nicht das sagen ich auch nicht sagen. Entschuldigung, tut mir leid. Ja. Das hört sich nicht. Ja. Wir sind hier falsch. Entschuldigung, tut mir leid. Das. Man kann die Leute sehen, wenn die von unten kommen, am Fuße des Berges. Ja. Aber was ist, wenn die Kollegin vielleicht schon oben wartet? Oh. Ja, das. Verstehst du? Deswegen bring dich doch nicht selber in Probleme. Lass mich frei. Und aber ich werde dich. Guck mal, ich mach dir jetzt ein Angebot. Wissen? Wie heißt du? Okay. Micha. Wie heißt du mit vollem Namen? Ich bin Ayodel Oleke. Ich bin Ayodel Oleke. Nur Gott weiß, wahrscheinlich heißt du Ayodel Oleke. Ich zeig dir jetzt meinen Ausweis. Ich will deinen Namen haben. Ich will mit dir auf eine Augenhöhe. Nur Gott weiß, ob das stimmt. Wie bitte? Nur Gott weiß, ob das wirklich stimmt. Dass du ja, so ich weißt. Kann dir doch meinen Ausweis zeigen. Bitte. Zeig. Bitte? Ja, zeig. Ja, wie zeig? Wie soll ich dir jetzt. Noch, kannst du deinen Ausweis nicht geben und du bist doch. Aber bist du verrückt? Du fährst hier gerade mit einem beigen Bentley den Mount Gilead hoch. Bist du verrückt? Das ist grau. Das ist kreidegrau. Das ist kodiert. Nicht, dass das Auto gleich runterfällt. Nein, das ist Allrad. Glaubst du, ich zahle für das Auto so viel Geld und ich kann Mount Gilead nicht hochfahren oder was? Sag mal, das ist Allrad. Weißt du, wie viel PS das unter der Haube hat? Wie viel PS? 530. Das sind soweit 3 Fahrzeuge, die wohl Mount Gilead hochfahren. Ein Motorrad, 2 Autos. Ich will echt keine Probleme mit euch, wirklich nicht. Wieso denn? Wer sagt denn, dass wir Probleme haben? Du machst das immer so. Nein. Ich kenn dich vielleicht nicht, aber ich kenn dich auch nicht. Ja, aber du machst Probleme hier mit mir. Ich kenn dich nicht. Guck mal, ich könnte dein Baba sein, verstehst du das? Was soll das? Warum gehst du? Das ist respektlos, Eib ist das. Deine Mutter, die wird sich schämen, wenn die das sieht. Verstehst du das? Guck, soll ich dir was sagen? Das ist nicht toll, was du machst, Micha. Soll ich dir was sagen? Weißt du? Also, wenn ich scheiße war und du schießt auf mich, ich schieße nicht auf dich. Womit soll ich auf dich schießen? Du schießt einfach auf dein Sohngefühl, weißt du, weil ich so jung bin. Ja, aber mein Sohn würde mich niemals überfallen. Verstehst du das? Ja, das ist nur so eine Prinzipsache. Egal, ob es gerecht ist oder ungerecht. Ja. Weißt du? Ich würde so oft ungerecht angehalten, weißt du? Das ist auch, kann man nie zu jedem recht machen. Manche gerecht, manche ungerecht. Ja, aber das ist nicht, das ist aber nicht dein Ziel des Lebens. Das sollte nicht der Sinn des Lebens sein, das gerecht, ungerecht. Weißt du warum? Wenn jeder Mensch so denken würde wie du, wenn jeder Mensch so denkt wie du und sagen würde, ja, das ist gerecht, das ist ungerecht, das ist halt so. Weißt du, wie die Welt dann aussehen würde, wenn jeder so denken würde wie du? Ja, hast du recht. Ja, richtig. Aber soll ich dir auch was sagen? Manche würden direkt, ne, Pistole benutzen. Aber wir reden. Wir reden nicht. Wir fahren hier gerade auf den Berg hoch. Das ist kein Reden. Ja, damit wir in Ruhe reden können natürlich. Damit wir ungestört reden können. Weißt du, Sicherheitsmaßnahmen müssen immer gegeben sein. So, ne? Ja. Wir machen das ja nicht zum ersten Mal. Ich hoffe, du kooperierst auch, ne? Wenn wir Hände hochzeigen, dass du das auch machst. So, dann brauchen aber wir aber was willst du jetzt hier oben auf dem Mauschelett? Ich verstehe das nicht. Du hast es auch vorher gesagt. Herr Oleke, bleiben Sie. So, wo sind da? Provozieren Sie die Kollegen da nicht. Wir sind unterwegs, wir werden Sie retten. Okay. Soll ich aussteigen? Boah. Ja, steig aus. Oh nein. Hä? Hallo? Steig aus. Ich kann nicht. Alle Platten sind Dinge. Steig aus. Achso. Der kann nicht aussteigen. Kollegen, die sind stehen geblieben oben auf der Mount Chiliad. Das ist, weil ich. Rammt mal das Auto, der kann nicht aufsteigen. Rammt mal das Auto nach hinten. Der ist zu dick, Mann, für die Tür.
Warte. Mach mal das Auto auf, Micha. Es ist offen. Was? Wie ist es? Hä? Es ist nicht offen. Also ich kann... Es muss... So ja, jetzt. Ah, jetzt. So. Ey, warum ist der entfesselt? Alles gut, ich guck bei Rewe. Ich guck bei Rewe. Es ist doch alles bleib gut. Bleib stehen. Fessel den. Bleib stehen, ja? Was ist denn los? Bleib doch einfach stehen. Ich bleibe stehen, aber was wollt ihr von mir? Was erwartet ihr denn jetzt? Was soll ich denn hier machen? Wovor habt ihr Angst, dass ich hier einfach runterspringe und mich umbringe? Das wird nicht passieren. Ja, das kann ja sein, dass du einen Fallschirm hast. Woher soll ich mit dem einen Fallschirm ziehen? Aus meinem Arsch? Egal. Er hat sogar wirklich einen Fallschirm. Nein, sowas habe ich nicht. Bleib doch einfach stehen. Bleib stehen. Okay. Ich kann es nicht nehmen, weil er die ganze Zeit nach vorne ist. Ja, warte. Ja, dann nimmst du. Nimm das mal. Nimm Fallschirm. Nimm hier, Amanas. Sortum. Hier, nimm. Hier, bitteschön, bitte. Egal, lass ihn dann liegen, komm mit, ey, es hat er noch nicht. So, jetzt lauf einmal bitte geradeaus. Eine Sekunde. Alles geht, du brauchst ihm die Waffe. Sperrt alle Autos zu. Ey, Jungs, ihr habt ihm seinen Taser nicht abgenommen, wisst ihr das? Ja, den wollte ich nehmen, aber weil er weggegangen ist, ging bleib mal bitte ja, wieder stehen. Ja, was wollt ihr denn noch alles von meinen Eiern? Es ist doch, ich dachte, wir wollen reden. Ja, wir reden, aber es ist zu unserer... Guck mal, wie ihr bei den Verkehrskontrollen eure Waffe zieht, zur eigenen Sicherheit, nehmen wir euch den Taser. Ja, aber ich mach doch nichts. Ich mach doch nichts. Hände hoch, Keltosch. Keltosch, du musst mal die Fresse halten, bitte da hinten. Ja, es ist okay, alles gut. Auf, Keltosch! Okay, bitte schreien nicht, bitte. Ich hab doch schon die Dinge. Nimm mal seinen Taser ab. Der hat keinen Taser. Achso, Micha, okay, komm mit. Warum gibt ihr dem keine Micha? Ah, okay. Der hat doch keine Maske an. Ja, aber die haben doch GPS, ihr Vollidioten. Ich hab doch gesagt, gibt ihm. Ja, muss er doch gefesselt werden, aber keiner gibt ihm doch. Ja, alles gut. Micha hat schon genommen. Sollen die Cops kommen? Scheißegal. Gebt mir ein Kommando, wenn ihr Richtung Abitur vorbei seid. Komm mit, Oleke. Ey, Oleke, seit wann bist du im Dienst? Das ist eigentlich hier nichts gegen dich. Wer bist du denn? Ich bin dein Vater, komm mit. Ach so, echt jetzt? Aber wir warten noch auf den Okay, so. Ey, warum habt ihr den denn entfesselt? Ihr wisst schon, die haben GPS, ne? Was habt ihr denn mit dem Hund gemacht? Ey, guck mal. Jungs, geht mal weg. Jetzt muss ich ein Foto, schönes Foto für die Chief machen. Alle mal Peace. Wie wär's, wenn ihr Peace macht, Jungs? Soll ich Peace machen? Ja, mach mal Peace. Jetzt. Warte noch nicht. Jetzt. Kriegt mal Benno, komm hoch, man sieht dich sonst nicht auf dem Foto. Komm hoch. Ich glaube, der Hügel ist ein bisschen zu hoch für ihn. So. Sollen wir nicht spießen, lieber Herr So. Ganz ruhig, alles gut. So. Nein. Benno kriegt auch die Handschellen noch, alles gut. Jetzt kriegt Farut noch ein Foto von mir. Jungs, wie gesagt, das ist nichts Persönliches. Das hat alles nur mit Farut zu tun. Alles gut. So. Farut noch. Ja, sehr gut. Das gefällt mir doch. Wie oft willst du eigentlich noch hinter meinen Arsch kriechen und meine Furze kriechen? So. Reicht doch irgendwann, oder? Du jetzt bist jetzt schon zum 10. Mal dahinter, reicht. Wartet mal, Jungs, ey, haben die noch Fallschirme? Habt ihr noch Fallschirme? Ja, wir haben die abgenommen eben. Okay, gib den Jungs mal Fallschirme, ja? Nein, ich will keinen Fallschirm. Doch, du kriegst einen. Benno, komm mal mit, ich entfessel dich. Benno, komm mit. Ja, das PD ist halt unter Besitz. So. Wusste ich auch nicht, dass wir jetzt auf einmal auseinandergenommen werden aus dem Nichts. Ich hab dir gesagt, dir wird nichts passieren. Ah, warte, ich muss ein Messer in die Hand nehmen. Gib denen mal Fallschirme, die sollen sich unten an der Straße nämlich abholen lassen, ja? Die Cops können auch nichts machen. Wir können Geld verlangen, ne? 10.000 und dann 5.000 Dollar. Okay, der Officer ohne Fallschirm. Ey, Mo, danke vielmals. Leute, das ist sehr delayed alles. Danke wirklich für den dicken Support. Mo, vielen Dank. Ey, Bull. Weg. Entspannt euch, Jungs, bitte, hört auf. Ey, sollen wir die abkommen oder nicht, Jungs? Nein! Oleke, du da! Bleib drin! Ey, wo bist du in meinem Auto? Steig aus! Ich werde durchfunken, es ist mir scheißegal. Ey, du kleiner... Hast du verstanden? Ich knall dich ab, Oleke, ich werde dich abknallen. Hör auf, Oleke! Geh aus meinem Auto raus, Oleke! Was ist das für ein Auto? Ist das ein Lamborghini Sian Air? Nein, das ist ein Urus. Ey! Bouncy Lady! Geh aus meinem Auto! Ey, Oleg, es tut mir leid, aber... Bitte nicht. Entspann dich. Es ist alles gut. Guck mal, ich werde nichts machen.
Ich werde dich okay, nicht gewalttätig angreifen. Nein, steig aus, ich will dich nicht bei mir haben. Steig ja, auf. Aber du fahr mich doch wenigstens runter, Janik. Bitte, bitte soll ich eine halbe Stunde ey, runtergehen. Willst du mich gerade. Du willst mich gerade, oder? Ich will dich nicht, nein. Ey, dieser Helikopter verfolgt mich schon. Der Helikopter, der wird an deinen Arsch kleben, bis du heute schlafen gehst. Verstehst du das? Nein, gibt es nicht. Das wird eine spaßige Verfolgung. Was hast du da eigentlich mit dem Herrn Ben für ein Problem, dass du so eine Aktion schaffst? Der schickt, der knastet mich jedes Mal ein, dieser Okay, aber das ist ja eigentlich verdient, weil ohne Grund kommt man ja nicht in den Knast. Nein, der ist korrupt, der Sohn. Der ist ein korrupter Sohn. Ist der, also kannst du bitte aufhören, so oft das Wort zu sagen? Nein. Seine Mutter kann nichts halt dafür. Halt mal die Fresse, ich muss mich konzentrieren! Ja, aber seine Mutter kann doch nichts dafür. Kann deine Mutter was dafür, dass du ein du bist? Nein, geht nicht. Guck mal, das, da kann die nichts für. Deswegen hör auf, das zu sagen. Oh, Gott, deine Fresse! Ey, in so einer Situation, so einen Glaskopf noch bei sich zu haben, dass meine Nerven machen das nicht mit. Genau, ey, knall diesen Oliki neben mir nein, ab. Nein, nicht abknallen. Ich steig aus, ich heb die Hände hier. Okay, steig aus. Okay, knall ihn nicht ab, lass den hier. Steig in die Autos, fahrt weg, steig in die Autos und fahrt weg. Hau rein, Pisser. Aua. Hau rein, du Penner, Alter. Warte, soll ich dir ein Kit geben? Es tut mir leid. Scheiß auf ihn, Nein, Bruder, wir müssen machen. Nimm Medikit raus. Alles gut, mir geht's gut. Was alles machst gut. du, Dora? Nein, ich brauch kein Medikit. Alles gut, Jungs. Schreck doch etwas was zu, Junge. Ich brauch kein Medikit. Was für Vollidioten, wirklich. Die fahren jetzt wieder Richtung Army-Gelände von Paletto Bay runter. Durch das Waldgebiet. Oh. Okay, hoch. Umdrehen. Sehr schön, sehr schön. Let's go. Jetzt geht's los hier. Lass mich vorne einstellen. Alles klar. Alles gut? Jawohl, eine Sekunde. Stark. So. Oh. Sie sind sehr gut abgeseilt, Herr Oleke. Ich üb das noch. Konnten Sie sich ein Kennzeichen merken von dem Auto? Ah, schade. Ich war, die haben mich so schnell ins Auto gedrängt. Ja. Sie wirken auch etwas unter Schock, Herr Oleke. Ja, ich bin auch sehr unter Schock noch. Es tut mir sehr leid. Alles gut. Ich probier's nochmal so kurz vor knapp aus. Okay. Versuchen Sie es mal. Nein! Oh. Alles gut. Scheiße nochmal. Alles gut. Ah. Scheiße, war das peinlich. Gott sei Dank.